Nexalotte Insektenschutz 3 in 1. Herzlich willkommen zu diesem Video. Hier möchte ich Ihnen einmal das Produkt unter dem Markennamen Nexalotte vorstellen. So, ja, es handelt sich halt um ein Produkt gegen Stechmücken, Fliegen, ganz besonders jetzt auch gegen Tigermücken, die jetzt in letzter Zeit auch vermehrt aufgetreten sind hier in Deutschland. Motten und Fliegen, Frucht- und Essigfliegen übrigens auch mit eingeschlossen. Ja, hier habe ich einmal das Steckernetzteil. Hier oben ist ein ganz einfacher Kippschalter, der, wenn es an ist, dann auch rot leuchtet. Das ist ganz praktisch, dass man halt auch sieht, ob es jetzt aktiv ist oder nicht. Ja, und wirkt eben geruchlos dieses Wirkstofffläschchen hier wirkt für bis zu 45 Nächte. Kommt natürlich drauf an, also wenn man es immer so 7-8 Stunden anlässt, ein Gerät eben mit diesen Wirkstofffläschchen. Ja, und das Wirkstofffläschchen reicht für eine Quadratmeterfläche, Schlafzimmer normale Größe, sagt man so 15 Quadratmeter circa, also sollte auch so für 20 Quadratmeter reichen, aber darüber hinaus sollte man dann unter Umständen halt ein zweites oder je nach Größe dann eben noch mehr Steckernetzteile, um den vollständigen Raum abzudecken, auch benutzen. Ja, also sollte auch dann möglichst nur in der Nacht angewendet werden. Eine Dauerbelastung ist also in schwach belüfteten Räumen nicht zu empfehlen. Es sei denn, es kann beispielsweise, ist ja auch die Möglichkeit, man kann es ja dann tagsüber laufen lassen und wenn man dann abends bei geschlossenem Fenster schläft, dass man dann abends eben das Fenster zumacht, dann kann man ja auch das Gerät ausmachen, dann ist ja auch sind ja auch keine Insekten mehr im Raum. Gut. Das einmal hier der Wirkstoffinhalt, den möchte ich Ihnen jetzt nicht näher erläutern, können Sie sich dann ablesen, die Registrierungsnummer als Biozid registriert und der Hinweis eben Biozidprodukte vorsichtig verwenden, stets vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen zu lesen. Gut, möchte Ihnen aber jetzt direkt auch gleich zur Gebrauchsanweisung ein bisschen was erzählen. Deckel des Wirkstofffläschchens abschrauben, also ich habe ja hier einmal dieses Wirkstofffläschchen. Das ist mit Kindersicherung, einmal nach unten aufdrehen, nach unten drücken, immer das weiße, die weiße Kappe und dementsprechend kann man dann das Wirkstofffläschchen hier in das Steckernetzteil eindrehen. Ja, schön fest einmal eindrehen. Dann das Gerät eben direkt schon in den Stecker. Also meistens ist hier irgendwie am Lichtschalter der Stecker einfach reinstecken, damit das Wirkstofffläschchen immer nach unten zeigt. Der Stecker ist drehbar, das heißt also hier kann man das Ganze drehen, wenn die Steckdose halt senkrecht verläuft, dann eben so reinstecken und ansonsten eben so reinstecken. Also egal wie, immer sehen, dass das Wirkstofffläschchen nach unten ist und der Wirkstoff eben nach oben dann ausströmen kann. Und die Betriebstemperatur wird eben so circa nach 30 Minuten erreicht, so nach 30 Minuten wird das eben dann erfolgreich den Wirkstoff verteilen. Weil es ist ja über Wärme, wird der Wirkstoff dann nach oben hin abgegeben und dann in den Raum verteilt. Ja, ein solches Wirkstofffläschchen hier reicht für, was ich schon sagte, 15 Quadratmeter Fläche und bei größeren Räumen sind dann eventuell mehr Steckernetzteile anzuwenden. Das Ganze gibt es dann halt auch in der Nachfüllpackung zu kaufen. Also einmal müssen Sie das Komplettset kaufen mit dem Wirkstofffläschchen drin. Ja, da ist also in der Starterpackung ist immer ein Wirkstofffläschchen drin, welches dann dementsprechend für circa 45 Nächte reicht. Und dann kann man eben dieses Wirkstofffläschchen auch nachkaufen. Gut, ja, das war es eigentlich zu diesem Video. Würde mich freuen, wenn Sie einen Kommentar da lassen, ein Gefällt mir drücken und den Kanal abonnieren und wir sehen uns dann in einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin, Ihr Thomas Kaiser.